Hallo und herzlich willkommen hier zu Abends bei Fair auf dem YouTube-Kanal des Physikalischen Vereins. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder hier sind bei uns. Ich freue mich auch sehr, dass mein lieber Kollege Daniel Severin von GSI wieder hier ist. Hallo Daniel. Hallo, guten Abend. Und wir freuen uns sehr, dass Christina Trautmann uns heute mitnimmt in die Welt der Materialforschung. Dazu hören Sie gleich mehr. Hallo Christina. Guten Abend. Sie wissen hier, wer schon öfter dabei ist auf dem YouTube-Kanal. Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit uns chatten. Und dazu müssen Sie sich anmelden auf YouTube. Das macht man einfach mit einem Google-Account, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich haben. Dann können Sie Fragen stellen und Kommentare da lassen. Und die Fragen, die werden wir nach dem Vortrag dann an Christina stellen. Genau. Daniel, von dir gibt es noch viele weitere Infos. Naja, viele nicht. Erstmal einen recht herzlichen guten Abend auch von meiner Seite, auch stellvertretend für die GSI. Wir machen das jetzt zusammen mit dem Physikalischen Verein und freuen uns immer, auch diese schöne Plattform hier nutzen zu können. Und um da gleich ein bisschen einzusteigen, da das jetzt erstmal in dieser Reihe der letzte virtuelle Vortrag ist und wir ja schon ganz viele Kommentare und Fragen gehört haben zu GSI, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns auch mal über die E-Mail-Adresse abendsbeifair@gsi.de einfach etwas Feedback geben und vielleicht auch den Wunsch, mal eine GSI-Führung in Persona zu bekommen, damit wir auch mal sehen, wer hinter diesen tollen YouTube-Namen steckt, wie Flacher Mars und Monika von Sydow, da kann ich es mir denken, oder Hua Hua, um nur einige zu nennen, die in den letzten Wochen sehr, sehr aktiv waren. Also bitte einfach eine kurze Mail mal an abendsbeifair@gsi.de, sodass wir uns dann auch mal zurückmelden können per E-Mail, wenn zum Beispiel der Führung auf dem Campus sind und vielleicht ergibt sich ja dann die Gelegenheit, sich mal in Persona zu sehen. Heute Abend freue ich mich erstmal auf einen schönen Vortrag über die Materialforschung. Da ist ein gewisses, oder da komme ich auch historisch an der GSI her. Das ist meine Arbeitsgruppe und Christina ist meine Betreuerin gewesen von meiner Doktorarbeit. Deshalb ist das für mich so ein bisschen Heimspiel heute Abend und ich freue mich sehr darauf, dass Christina jetzt hier uns allen diesen schönen Vortrag gibt und möchte Christina Ihnen kurz ein bisschen vorstellen. Sie hat einfach aus Interesse in München Physik studiert und kam dann auf vielen Umwegen über die USA und weitere andere Reisen zu GSI in einer Zeit, als die GSI noch gar keine Materialforschung hatte und gehört sozusagen zu den Gründungsmitgliedern der Materialforschung an der GSI. Und solange ich und die meisten anderen denken können, ist Christina auch an der GSI und in der Materialforschung. Und hat die Gruppenleitung übernommen vor ein paar Jahren und ist da jetzt eine absolute Instanz, was die Materialforschung hier bei uns an GSI und FAIR angeht. Und ich freue mich jetzt auf einen schönen Vortrag, der uns da einige Einblicke gibt. Christina, die Bühne gehört dir. Vielen Dank. Ja, danke Daniel, danke Katrin für die Eröffnung des heutigen Abends. Allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch ein herzliches Willkommen zu meinem Vortrag. Leider kann ich Sie nicht sehen, das wäre viel schöner, aber damit müssen wir jetzt erstmal noch eine Weile leben. So, dann beginnen wir. Ist das sichtbar? Ja, ich möchte euch Ihnen allen einen kleinen Überblick geben, was man mit den GSI-Ionen im Bereich Materialforschung machen kann. Und dazu möchte ich zunächst mal einen kleinen Überblick geben, wie Ionenstrahlen Material verändern und was wir über diese Ionenspuren heute wissen. Und im zweiten Teil des Vortrags, und da habe ich auch schon ein paar Bilder dann mit eingebunden hier, im zweiten Teil möchte ich vorstellen, wie man mit unseren schweren Ionen kleinste Nanokanäle und kleinste Nanodrähte herstellen kann und warum das so interessant ist. Zunächst aber mal eine kleine Begriffserklärung. In dem Titel taucht ja der Begriff Nano auf. Nano ist aus dem Altgriechischen und bedeutet Zwerg, wie hier der Tummetott. Und der Begriff Nanotechnologie ist eigentlich definiert für Objekte, deren mindestens eine Dimension kleiner ist als 100 Nanometer. Jetzt muss ich natürlich noch erklären, was ein Nanometer ist. Ein Nanometer ist unvorstellbar klein. Das ist ein Millionstel Millimeter oder ein Milliardstel Meter. Ich habe dir hier mal einen Millimeter aufgezeichnet als Strich. Und wenn wir sechs Größenordnungen nach oben gehen, dann landen wir beim Kilometer.
Und wenn wir 6 Größenordnungen nach unten gehen, dann landen wir bei einem Nanometer. Also wirklich klein. Und weil Sie sich das wahrscheinlich auch gar nicht so toll vorstellen können, habe ich hier nochmal ein Mikroobjekt mitgebracht, und zwar ein Haar. Ein Haar von uns allen ist in der Größenordnung Durchmesser zwischen 50 und 100 Mikrometer, 10 hoch minus 6 Meter, also ein Zehntel Millimeter. Und Nanostrukturen sind nochmal 1000-mal kleiner. Also die Nanostrukturen, von denen ich Ihnen nachher was erzählen kann, die passen hier zigfach, zig hundertfach rein. Also wirklich sehr, sehr klein. Wenn wir von der Makrowelt in die Nanowelt gehen, passiert einiges. Ich habe jetzt hier mal ein Bild von einer Fliege, von dem Facettenauge einer Fliege, von einem Haar, von einem Nervensignal. Und hier, da sind wir schon sehr weit in der Nanowelt, eine DNA, die unsere Erbsubstanz ausmacht. Wenn man das Ganze auf einem Strahl, hier auf einem Größenstrahl darstellt, dann ist der Mensch in der Größenordnung von Metern. Das Haar haben wir gerade gehabt, ist in der Größenordnung von Mikrometern. Zellen sind in der Größenordnung von ein Haar war in der Größenordnung von 100 Mikrometer. Zellen sind in der Größenordnung von einigen Mikrometern. Die DNA, haben wir gerade gesehen, sind Nanometer. Ein Atomdurchmesser ist in der Größenordnung von 10 hoch minus 12. Das ist eine 1 geteilt durch eine 1 mit 12 Nullen. Und ein Atomkern ist in der Größenordnung von 10 hoch minus 15 Metern. Also, Nanotechnologie habe ich hier rot eingemalt. Das ist die Größenordnung, auf der wir uns bewegen. Und ein Nanoobjekt, das kennen Sie sehr gut alle heutzutage, das ist unser Coronavirus, der hier täglich in der Zeitung abgebildet ist als Bild, als gemaltes, als designtes Bild. Ich habe jetzt hier mal eine Transmissionselektronenmikroskopaufnahme mitgebracht. Da sieht man, dass es nicht ganz so toll aussieht mit Farben und so weiter. Aber man sieht, dass der Durchmesser hier auch eine Größenordnung ist von 50 Nanometer oder 100 Nanometer. Und hier sieht man diese kleinen Tentakel außen. Also auch der Coronavirus bewegt sich in der Nanowelt. Ja, was ist anders in der Nanowelt? Warum interessiert uns die? Was ist das Besondere daran? Das ganz Besondere ist, dass wir Teilchen haben, die eine wahnsinnig große Oberfläche haben, verglichen mit dem Gesamtvolumen. Und zwar, man sieht schon hier, ich habe also die Oberflächenatome hier alle blau gemalt und die Volumenatome, die innen drin sind, sind alle orange. Und je kleiner wir werden, desto größer ist der Anteil der Oberflächenatome. Also spielt die Oberfläche von Nanoteilchen eine ganz besondere Rolle, ob das jetzt die Chemie ist oder andere Dinge. Der andere wichtige Aspekt ist, dass sich Elektronen oder atomare Schwingungen in einem kleinen Objekt gar nicht so viel Platz haben. Die sind räumlich eingeschränkt, das nennen wir Confinement. Und auch das spielt für viele Eigenschaften eine wirklich große Rolle. Ich habe mal ausgerechnet, wie groß ist denn der Anteil der Oberflächenatome. Wenn ein Nanoteilchen eine Größe hat von 30 Nanometer, dann kann man ausrechnen, dass die Oberflächenatome etwa 3% betragen. Wenn ich zu dem Nanoteilchen gehe von einem Nanometer, dann ist dieser Anteil der Oberflächenatome schon bei 50%. Also daran sieht man schon ganz gut, welche immanente Rolle die Oberflächenatome hier spielen. Ja, ich habe es bereits gesagt, Eigenschaften ändern sich, je kleiner wir werden. Das hier ist eine Aufnahme von Goldteilchen, von Mikrokörnchen und dem gegenübergestellt sind Gold-Nanodrähte. Sehr lange, dünne Drähte, von denen wir später noch hören. Und da ist ganz klar, dass die Nanoobjekte andere optische Eigenschaften haben, andere elektrische, thermische oder mechanische Eigenschaften. Und ich habe Ihnen zum Abschluss meines Vortrags dann auch noch ein Bild gebracht, wo Sie ganz klar erkennen können, wie sich die thermischen Eigenschaften ändern. Ja, hier auch noch mal ein weiteres Beispiel, dass Nanoteilchen größenabhängige Eigenschaften haben. Das hier sind Cadmium-Selenid-Nanoteilchen in einer Suspension. Und da ist in jedem dieser kleinen Behälter
sind die Teilchen, haben eine unterschiedliche Größe. Hier in diesem blauen Bereich sind die Teilchen nur 2,5 Nanometer groß und hier ganz rechts sind die Teilchen 6 Nanometer groß. Und wenn ich das Ganze jetzt mit UV-Licht bestrahle, dann fluoreszieren die und wir sehen, dass die je nach Teilchengröße sämtliche Regenbogenfarben hier produzieren. Also optische Eigenschaften hängen auch ganz klar von der Teilchengröße ab. Ja, nun waren wir bei der Nanowelt. Jetzt kommen wir in die Makrowelt. Jetzt kommen wir zu den großen Beschleunigern, von denen ich erzählen will und wie die großen Beschleuniger und die Ionenstrahlen dort mit der Nanotechnologie zusammenhängen. Was man hier sieht, ist der Unilac. Den haben Sie schon mehrfach in den verschiedenen Vorträgen, wenn Sie denn zugehört haben, gesehen. Der Unilac, der ist 100 Meter lang und wird kontrolliert von Operateuren, die hier im Schichtbetrieb rund um die Uhr den Experimentatoren den Ionenstrahl zur Verfügung stellen. Die Maschine ist so kompliziert, dass wir das selber nicht machen können. Bei kleineren Beschleunigern kann man das noch, aber bei so großen Anlagen geht das nicht. Und dann gibt es meistens drei Operateure, die zur Verfügung stehen, um den Strahl auf die richtige Energie zu bringen, die richtige Intensität. Wir überlegen uns vorher unser Experiment und kommunizieren mit den Operateuren und sagen, heute brauchen wir dies und jenes. Und die versuchen dann ihr Bestes, das entsprechend auch darzustellen. Was wir machen, wir halten verschiedene Materialien, hier als diese graue Box, in den Strahl und schauen uns dann an, was da passiert. Und das schauen wir uns jetzt gleich mit dieser kleinen Simulation an. Jetzt komme ich nochmal auf meinen Titel, wo wir gesagt haben, mit Lichtgeschwindigkeit in die Welt der Nanos. Das ist natürlich ein bisschen geschwindelt gewesen, weil Teilchen mit einer Masse können nie Lichtgeschwindigkeit erreichen. Das ist ein Gesetz der Natur. Ich finde aber, dass 10% Lichtgeschwindigkeit auch schon ganz schön viel ist. Und zwar sind 10% Lichtgeschwindigkeit sind 30.000 Kilometer pro Sekunde. 30.000 Kilometer pro Sekunde, unglaublich schnell. Und so ein Teilchen mit dieser Geschwindigkeit, das zeige ich Ihnen hier, das entspricht einer kinetischen Energie von 1 GeV. 1 GeV ist eine 1 mit 9 Nullern. 10 hoch 9 E-Volt sind das. Um Ihnen ein Gefühl zu geben, 1 E-Volt oder umgekehrt, bei Zimmertemperatur entspricht die Temperatur einer Energie von 25 Millievolt. Also Temperatur von 20 Grad sind 25 Millievolt. Und wir haben hier eine kinetische Energie von 10 hoch 9 E-Volt. Also sehr, sehr hohe Energie. Und dieses Teilchen, das schicken wir jetzt durch diesen Festkörper, der hier mit diesen vielen Atomen regelmäßig angeordnet ist. Es kann ein Kristall sein. Und diese Geschwindigkeit hier, die wird abgebremst in dem Festkörper. Das Ion braucht etwa 10 hoch minus 12 Sekunden. Also keine Millisekunde, sondern eine Milliardstel Millisekunde und fliegt in eine Reichweite von etwa 100 Mikrometer. Erinnern Sie sich, das war etwa so weit wie ein Haar. Und auf dieser Flugstrecke verliert es seine Energie und kommt schließlich zum Stoppen. So, das rauscht jetzt nun hier durch und rüttelt unsere Atome massiv durcheinander. Und das ist das, was wir eine Ionenspur nennen. Diese Ionenspur ist bereits auch eine Nanostruktur, weil sie einen Durchmesser von wenigen Nanometer hat. Also dieser Durchmesser von dieser hellbraunen Zone sind etwa 10 Nanometer. Die Länge ist unendlich lang verglichen mit dem Durchmesser. Wir sprechen von einem hohen Aspektverhältnis, also ein sehr hohes Verhältnis von Durchmesser zur Länge. Und nennen das Ganze Ionenspur. Jetzt, das war eine kleine Simulation. Jetzt zeige ich Ihnen noch eine Probe, die wir vor vielen Jahren bestrahlt haben. Das ist eine Transmissionselektronenmikroskopaufnahme. Ein Transmissions
Elektronenmikroskop ist einer der besten Mikroskope, um atomare Auflösungen durch ein bildgebendes Verfahren zu erhalten. Was Sie hier sehen, ist eine Schichtstruktur. Sie sehen, die hellen Punkte entsprechen einem Atom und die dunklen Punkte auch. Und das ist ein Hochtemperatur-Supraleiter, eine relativ komplexe Struktur aus Bismut, Strontium, Calcium, Kupfer und Sauerstoff. Und diese Schichtstruktur, die wird, wenn wir jetzt das Ion hier durchschicken, wird die komplett in Unordnung versetzt. Sie sehen wieder, hier ist der Maßstab, das sind 2 Nanometer, der Durchmesser ist etwa 10 Nanometer. Sie sehen, dass keines der Atome mehr auf seinem ursprünglichen Platz sitzt. Wir nennen das Amorphisierung, also die Ionenspur besteht komplett aus Unordnung, aus Defekten. Die Abgrenzung zu dem Material ist relativ scharf. Also hier ist das Material absolut intakt und hier ist es komplett in Unordnung. Ja, diese Ionenspuren, die kommen auch in der Natur vor. Und zwar hat vor 1959 wurde das zum ersten Mal veröffentlicht, also vor mehr als 60 Jahren, haben Kollegen, amerikanische Kollegen in Glimmer, das ist auch ein Schichtmaterial, was man in den Bergen findet, haben die diese komischen Strukturen hier entdeckt. Das war damals noch ein Mikroskop, auch ein Elektronenmikroskop, mit dem man noch nicht so gute Auflösungen bekommen hat. Und man hat sich gefragt, was sind diese Strukturen? Und später hat man dann festgestellt, da hat man auch bessere Mikroskope gehabt und hat hier atomare Auflösung, Bilder mit atomarer Auflösung machen können, hat festgestellt, dass im Glimmer zum Beispiel Spaltatome sitzen, Atome, die nicht auf Dauer stabil sind, sondern die ab und zu zerfallen. Das habe ich hier mal gezeigt, es ist ein Urankern, der zerfällt und der zerfällt in etwa gleich große Spaltfragmente. Durch die Spaltung erhalten diese Spaltfragmente enorme Energien, etwa 100 MeV, und sausen sozusagen in dem Glimmer diametral auseinander. Und was wir jetzt hier sehen, ist die Spur von dem einen Spaltfragment und es kommt hier zum Stoppen, da ist die ganze Energie aufgebraucht. Und in die andere Richtung läuft das andere Spaltfragment. Also wir haben durchaus Ionenspuren in der Natur, die auch unsere Geologen interessieren und die sie auch untersuchen und die sie auch anwenden, um Altersbestimmungen von bestimmten Materialien zu machen. So, an der GSI benutzen wir natürlich keine natürlichen Spaltfragmente, sondern wir benutzen die Ionenstrahlen, die uns der Beschleuniger zur Verfügung stellt. Die Ionenspuren sind dann, wenn der Strahl ordentlich ausgerichtet ist, sind die alle parallel. Ich habe schon gesagt, die Reichweite, die Spurlänge der Ionen wird durch die Ionenenergie bestimmt. Wenn die sehr hohe Energie haben, laufen die weiter in unserem Material, als wenn die sehr niedrige Energie haben. Die Phänomene, die wir beobachten, und da sind ganz viele Gruppen daran interessiert jetzt gewesen in den letzten Jahrzehnten, und man hat ganz viel Informationen gesammelt, in welchem Material sieht eine Spur wie aus, welche Defekte haben sie, wie groß sind sie. Und Sie sehen jetzt hier Spurquerschnitte, da hat man das Material quer zur Bestrahlungsrichtung aufgeschnitten. Sie sehen hier, dass die Spur im Kern durch Unordnung bestimmt ist, aber außenrum gibt es so einen kleinen Halo-Bereich, wo die Kristallstruktur noch erkennbar ist, wo vermutlich der Kristall versucht hat, wieder zu rekristallisieren und wieder komplett sozusagen in der ursprünglichen Ordnung zu wachsen, was dem Festkörper aber nicht ganz gut gelingt und deswegen viele Defekte entstehen. Wir sehen hier unten rechts, sehen wir Spuren in einem Kunststoff, PET, kennen Sie alles von Wasserflaschen, Polyethylenterephthalat, wo das ist eine Projektion von Ionenspuren. Da ist die Spur sehr schlecht zu sehen, weil der Kunststoff so schwierig ist, mit dem Elektronenmikroskop anzuschauen, weil man so leicht zusätzliche Fehler kreiert.
Ja, trotz der vielen Untersuchungen, die gemacht worden sind, ist immer noch nicht ganz klar, wie so eine Ionenspur wirklich entsteht. Und es hängt damit zusammen, dass es ein wirklich komplexer Prozess ist. Eine Idee ist, dass es ein sogenannter Thermal Spike ist. Das ist eine kurzfristige, ganz hohe Temperaturerhöhung auf ganz engem Raum. Und die stellt man sich so vor, man weiß, dass das Projektil, dass unser Ion dazu führt, dass sämtliche Atome entlang der Flugbahn ionisiert werden. Also unser Projektilion schlägt bei allen Atomen in der Umgebung, schlägt es Elektronen raus und hinterlässt ja auch wieder Ionen. Das ist ein Prozess, der ist unglaublich schnell. Der passiert wieder auf einer Zeitskala von 10 hoch minus 17 bis 10 hoch minus 15 Sekunden. Diese vielen Elektronen, die freigesetzt werden, bilden eine Elektronenkaskade. Die haben auch eine hohe Energie und führen weiter zu weiteren Ionisierungen. Und das geht so weiter bis etwa 10 hoch minus 13 Sekunden. In dieser Zeit merken die Atome noch gar nicht, was da wirklich passiert. Und so langsam übertragen die Elektronen durch viele kleine Stöße ihre Energie auf die Atome. Und die Atome fangen an zu wackeln. Die werden aufgeheizt. Werden aufgeheizt, vielleicht sogar bis zum Schmelzen. Und das ist so ein bisschen die Vorstellung, wie eine Ionenspur entsteht. Man schmilzt entlang der Ionenbahn, entlang der Projektilbahn das Material auf. Und dann kommt ein ganz schneller Abkühlungsprozess. Und in diesem Abkühlungsprozess wird sozusagen die flüssige Spur eingefroren. Und das ist das, was wir später beobachten können. Gut, die Schwierigkeit ist bei der ganzen Simulation oder bei dem ganzen Verständnis, dass man eigentlich das elektronische System und das atomare System gleichzeitig behandeln und darstellen müsste. Und das gelingt heute noch nicht so recht. Ich habe Ihnen jetzt mal eine Simulation mitgebracht von einem Kollegen, mit dem wir eng zusammenarbeiten, von der Universität in Duisburg. Dort, wo der Pfeil ist, da kommt jetzt ein Projektil rein in einem Festkörper, der hier wieder wie ein Kristall ordentlich geordnet ist. Sie sehen, dass die Oberflächenatome ein bisschen andere Farben haben, weil hier sehr viel passieren wird. Und wir schauen mal an, was da, wie wir uns das heute vorstellen, was da in so einem Festkörper passiert. Ion kommt rein, bringt unglaublich viel Unordnung hier in den Festkörper rein. Es werden Oberflächenatome rausgestoßen, die sammeln sich wieder, bilden hier so kleine Hügelchen. Und zurück bleibt hier eine Spur, die mit der Unordnung, die Sie vorher schon gesehen haben und die Sie jetzt gut kennen, die den Festkörper mit dieser Unordnung zurücklässt. So ein Prozess, habe ich gerade gesagt, passiert auf einer Zeitskala von 10 hoch minus 10, 10 hoch minus 9 Sekunden insgesamt. Ob das die volle Wahrheit ist, wissen wir nicht, weil wir diese Prozesse mit unseren Möglichkeiten heutzutage nicht in Natura wirklich verfolgen können. Ja, ich habe Ihnen jetzt gezeigt, was unsere Ionen für Schäden machen, für Strahlenschäden machen. Sowohl mikroskopisch, aber dasselbe passiert natürlich auch makroskopisch. Das ist ein Foto von einem bestrahlten Epoxidharz. Das ist eine Kunststofffolie und die war anfangs leicht gelblich. Und die wird irgendwann braun und dann irgendwann schwarz und zerbröselt in kleine Fragmente. Und wenn Sie sich vorstellen, dass man so eine Kunststofffolie als Isolator, als Kabelisolation oder was auch immer verwenden möchte in einer Hochdosisumgebung, dann muss man schon genau wissen, was hier passiert und wann man diese Verkabelung, wann man diese Isolation, wann man die auswechseln muss, wenn man die Funktion dieses Materials erhalten will. Wo spielen Strahlenschäden eine große Rolle? Da gibt es eine ganze Menge von Bereichen. Ein Bereich, können Sie sich vorstellen, sind die Kernkraftwerke. Da ist durchaus hohe Strahlungsniveaus. Dann natürlich in verschiedenen Beschleunigerumgebungen. Da ist ja alles ummantelt von dicken Betonwänden, aber die Geräte und die Materialien sind natürlich der hohen Bestrahlung ausgesetzt. Und ein weiterer
Bereich, wo Strahlungsdosis eine große Rolle spielt, ist der kosmische Raum. Also unsere Satelliten da draußen, unsere Astronauten, die sind kosmischer Strahlung ausgesetzt. Und kosmische Strahlung, die besteht hauptsächlich aus Protonen, aber durchaus auch aus hochenergetischen Ionen. Und eine kritische Komponente in den Satelliten sind natürlich die elektronischen Steuerkarten. Und das ist was, was wir hier bei GSI auch durchaus machen. Also in Zusammenarbeit mit der ESA, der European Space Agency, die diese ganzen Satellitenprogramme entwickelt, oder auch andere Leute, die Bausteine für Satelliten entwickeln wollen, die machen Testbestrahlungen bei uns und schauen sich an, wie ist die Funktion als Funktion der Bestrahlung. Also ein bisschen bestrahlt, höher bestrahlt, welche Bauteile fallen aus, welche erholen sich, welche muss man doppelt draufsetzen, um extra Redundanz zu haben und so weiter. Das ist ein Programm, das so in unserem Alltag, wenn wir Strahlzeit haben, durchaus auch einen kleinen Platz hat. Ja, die Materialforschung hat vor einigen Jahren die Gelegenheit, vor mehr als 10 Jahren die Gelegenheit bekommen, in einem großen Cave, hier in einem großen Raum, ihre eigenen Apparaturen, ihren eigenen Strahlzweig aufzubauen. Und da kann ich jetzt gleich mal ein bisschen ausplaudern, weil der Daniel, der uns hier heute moderiert, hier ganz massiv beteiligt war. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, der Daniel kennt hier jeden Flansch und jedes Schräubchen und jeden Hebel von diesen Apparaturen hier. Wir haben hier 3 Beamlines. Sie sehen hier eine links, eine in der Mitte und eine hier ganz außen links, und das andere war rechts. Und das Ziel dieser Aufbauten war, nicht nur zu bestrahlen, sondern während der Bestrahlung oder in Bestrahlungspausen Veränderungen von Materialien anzuschauen. Das machen wir mikroskopisch. Wir haben also hier hinten in dieser Kammer ein spezielles Mikroskop mit eingebaut. Das Ganze ist alles, soll ich dazu sagen, unter Vakuum, also, und alles ist ferngesteuert. Wir dürfen also bei der Bestrahlung nicht daneben sitzen, sondern wir sitzen außerhalb in einem kleinen Kabäuschen und steuern sämtliche Geräte durch ferngesteuerte Programme. Hier in der Mitte haben wir ein Röntgendiffraktogramm, wo wir also mit Röntgenstrahlen diese Unordnung, die wir erzeugen, anschauen können. Und hier haben wir eine Apparatur, wo wir auch bei hohen Temperaturen bestrahlen können oder bei ganz tiefen Temperaturen bestrahlen können. Und da zeige ich Ihnen jetzt auch gleich ein Beispiel, ein Anwendungsbeispiel, das ganz eng verknüpft ist mit der kosmischen Strahlung. Und zwar haben wir Gruppen, die zu uns kommen, die bringen organische Verbindungen, die man weiß, dass typischerweise in Asteroiden, in Kometen oder in Meteoriten vorkommen, und die da draußen im Kosmos ionisierende Strahlung ausgesetzt sind. Und die Frage ist, spielen diese organischen Verbindungen eine Rolle bei der Entstehung von Leben? Diese komplexen Moleküle zum Beispiel, die ich hier mal reingeklebt habe, die zerbrechen. Und die Frage ist, wie zerbrechen die? Bilden sich neue Moleküle? Haben neue Moleküle irgendeine Funktion bei der Entstehung von Aminosäuren und so weiter? Wie machen wir das? Wir haben diese komplexe Apparatur hier und bestrahlen dann diese Substanzen, die unsere Kollegen mitbringen. Wir bauen diese Substanzen auf einem Probenhalter, der in dem Fall bis zu 10 Grad Kelvin gekühlt werden konnte. Unter schrägen Einfallswinkel kommen hier der Ionenstrahl an. Und gleichzeitig haben wir hier eine Infrarotlampe, die die Probe auch bestrahlt und durchstrahlt. Und auf der anderen Seite steht ein Infrarotdetektor. Und der Detektor schaut nach, ob die Probe aus diesem Infrarotstrahl irgendeine Wellenlänge herausgefiltert hat. Und damit kann man sozusagen Veränderungen oder spezielle Moleküle identifizieren und feststellen, wie die Bestrahlung unser Molekül verändert hat.
Das hier nur als Beispiel, das ist so ein Infrarotspektrum und überall, wo hier so eine große Spitze da ist, eine sogenannte Bande, eine Absorptionsbande, da hat ein bestimmtes Molekül sozusagen die richtige Energie gefunden, um solche Schwingungen zu machen. Also da wackeln die Moleküle umeinander, da strecken sich die Moleküle und so weiter. Und diese Energien kennt man und die kann man hier ablesen. Und dann kann man schauen, ob eine bestimmte Bande, eine bestimmte Absorptionsbande, ob die durch die Bestrahlung mehr oder weniger wird. Und das kann man auswerten und dann in Datenbanken eingeben und daraus schlussfolgern unsere Kollegen, die sich damit beschäftigen, dann auf chemische Prozesse, die da draußen im All stattfinden. Gut, damit komme ich nun zum zweiten Teil meines Vortrags. Und zwar, wir haben jetzt gesehen, wie destruktiv unsere Ionen sein können, aber die können auch konstruktiv sein. Wir können mit den Ionenspuren auch ganz interessante Nanostrukturen herstellen. Das Thema besteht aus zwei Teilen. Das eine heißt, wir bohren Löcher mit unseren Ionenstrahlen, mit einzelnen Ionen, und wir können diese Löcher auch wieder füllen. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Das Löcherbohren ist gar nicht so einfach. Wir wissen, mechanisch können wir das mit einem ganz feinen Bohrer machen. Aber wenn der Bohrer unterhalb von einer Haardicke wird, dann ist der schon ziemlich fragil und zerbricht leicht. Es macht keinen Spaß mehr. Wir können Löcher bohren mit Lasern oder mit Elektronen. Ist aber relativ mühsam und die Löcher sind auch nicht so ganz so toll steuerbar. Macht man viel, aber wir haben, glauben wir, für spezielle Anwendungen eine sehr elegante Methode, dass wir mit einzelnen Ionen einzelne Löcher bohren, die insbesondere ein sehr hohes Aspektverhältnis haben. Das habe ich schon erklärt. Kleiner Durchmesser, aber extrem lang und dünn. Unser Material, das wir für diese Art von Untersuchungen verwenden, sind wieder Kunststofffolien. Die Kunststoff besteht aus langen Molekülketten. Das ist hier symbolisiert hier. Untereinheit von so einer Molekülkette besteht aus einer organischen Verbindung. Das sind Benzolringe, das sind kleine Moleküle, manchmal mit Seitenketten. Und wenn so ein Ion durch so eine Kunststofffolie durchsaust, ist es in der Lage, dass hier überall praktisch die Moleküle, dass sie zerschnitten werden. Wir sprechen hier von Spaltung von Polymerketten. Es entstehen auch neue Bindungen. Es entstehen kleine Bruchstücke, wie zum Beispiel das CH3 hier. Das ist dann gasförmig und es verlässt dann unsere Kunststofffolie. All das zusammen führt dazu, dass diese Kunststofffolie in der Ionenspur eine extrem erhöhte chemische Reaktivität besitzt. Und das nutzen wir aus, um unsere Löcher zu bohren. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier. Wir haben gelernt, jedes einzelne Ion macht eine Ionenspur. Ich habe jetzt hier, der Einfachheit halber, nehme ich mal 4 einzelne Ionen und halte eine Kunststofffolie in den Ionenstrahl. Diese 4 Ionen, die erzeugen 4 Ionenspuren. Dann nehme ich die bestrahlte Kunststofffolie und tauche sie in ein Ätzbad. In diesem Ätzbad ist zum Beispiel eine Natronlauge drin. Also das ist eine Chemie, aber nicht besonders aufregend. Und in dieser Natronlauge löst sich die Ionenspur, die ja aus diesen vielen Defekten besteht, viel schneller auf als die restliche Folie. Also ich löse die Ionenspur auf und verwandle die Ionenspur in einen offenen Kanal. Das zeige ich Ihnen hier mit diesem kleinen Bild, mit einem Filmchen nochmal. Die Natronlauge dringt also von oben und von unten oder von beiden Seiten in den Kunststofffilm rein, löst diese Strahlenprodukte auf, schwemmt sie raus und ich habe ein Loch. Ich habe ein Loch gebohrt. Jetzt kann ich diese Ätzzeit kann ich kurz machen. Dann habe ich ein kleines Loch, wie hier links. Oder ich kann ganz lang ätzen. Dann habe ich ein großes Loch. Also ich kann durch die Dauer der Ätzung kann ich meine Lochgröße einstellen. Das ist ganz nett, weil dann kann ich ganz gezielt meine Lochgröße steuern. Das bewegt sich in dem Kreis,
in dem Bereich von zwischen etwa 15 Nanometer sind etwa die kleinsten Löcher, die wir als Zylinder herstellen können, und vielen Mikrometern. Das ist jetzt eine solche Ionenspurmembran, sagen wir. Da sehen Sie, dass jeder Punkt hier oben, jeder schwarze Fleck hier, ist ein Loch entstanden von einer einzelnen Ionenspur. Man sieht, dass der Kanal hier, die Ätzung war so ausgerichtet, dass der hier schön parallel ist. Und wir können jetzt durch die Bestrahlung steuern, wie viele Kanäle wollen wir hier pro Quadratzentimeter haben. Und da können wir ganz leicht, können wir Millionen, selbst Milliarden solche Löcher durch Bestrahlung innerhalb von wenigen Sekunden herstellen. Natürlich müssen wir anschließend den Ätzprozess noch machen, aber die Bestrahlung ist extrem kurz. Ja, diese Ionenspurmembran, die gibt es schon viele Jahre, viele Jahrzehnte sogar. Und es gibt ein paar kleine Firmen, die kaufen sich Strahlzeit bei Beschleunigeranlagen und haben eine eigene Anlage, wo dicke Rollen von Kunststoffmaterial durch den Ionenstrahl gezogen wird. Und je nachdem, wie schnell die Folie hier im Ionenstrahl vorbeiläuft, ist die Bestrahlung hoch oder niedrig. Diese Produkte werden dann auch kommerziell geätzt in großen Ätzbädern und werden verkauft als Filter. Für viele Anwendungen sind im biomedizinischen Bereich. Aber wird auch viel Forschung noch gemacht. Also bei uns läuft gerade eine Doktorarbeit, wo wir untersuchen, ob diese Filter sich auch eignen als Trennmembran in Batterien. Ja, warum sind die Nanokanäle, diese Nanolöcher denn so interessant? Und die sind interessant für alle von uns, weil sämtliche unsere Zellen sind umgeben von einer Membran, keiner Kunststoffmembran, sondern einer Biomembran. Und in dieser Membran sind kleine Kanäle drin, Ionenkanäle, und die regulieren die Kommunikation von innerhalb und außerhalb der Zelle oder die Kommunikation untereinander unter den Zellen. Das hier ist so ein Schemabildchen von so einem Biomembran. Das ist eine sogenannte Doppellipidschicht hier. Die ist extrem dünn, 10 Nanometer dick. Und die Natur hat es geschafft, mit Hilfe von Proteinen hier so einen Kanal einzubauen. Das ist ein Kanal, der kann sich öffnen und schließen mit allen möglichen Mechanismen, die wir noch gar nicht alle wirklich verstanden haben. Kann sich öffnen und schließen, um zum Beispiel Kalium oder Natrium durchzulassen. Es gibt Krankheiten, die sind damit verbunden, dass diese Kanäle nicht mehr richtig funktionieren. Also diese Kanäle sind absolut lebensnotwendig. Unsere Kollegen aus der Biologie, die untersuchen diese Kanäle. Die kann man machen, man kann das heute auch künstlich herstellen und man kann auch gezielt solche Proteine hier mit einbauen. Das Problem von diesen Kanälen ist nur, dass die extrem empfindlich sind. Also wenn man zum Beispiel im Labor steht und so eine Apparatur hat, um da Messungen zu machen, und ein anderer Kollege schlägt die Labortür heftig zu, dann ist diese Membran kaputt. Also diese Experimente sind wirklich schwierig und manchmal nervig. Wir denken, dass wir einen kleinen Beitrag leisten können. Und zwar statt einer 10 Nanometer dicken Schicht möchten wir eine Kunststofffolie, eine Polymerschicht nehmen. Sie haben inzwischen jetzt verstanden, wie wir die bestrahlen. Die Schicht ist dann 10-mütig, also etwas dünner als ein Haar. Und wir haben gelernt, wie wir Löcher reinmachen, die nicht zylindrisch sind, sondern die so konisch sind. Und wenn die konisch sind, dann schaffen wir es auch, dass hier eine ganz kleine Öffnung entsteht. Und wir glauben, dass durchaus Parallelitäten zwischen den natürlichen Ionenkanälen in einer Biomembran und unseren Kanälen in unserer Polymermembran bestehen. Und die Experimente mit diesen Polymermembranen, die sind deutlich robuster. Wir können mit der Temperatur spielen, wir können mit dem pH-Wert spielen, wir können die Geometrie hier steuern. Das ist eine reproduzierbare Herstellung, das sieht eine Pore aus wie die andere.
Und ein ganz großer Vorteil ist auch, dass solche Kunststoffmembranen, die ja auch organische Substanzen sind, lassen sich relativ leicht an der Oberfläche chemisch modifizieren. Also an so einer Oberfläche kann man ziemlich gut andere Moleküle dranhängen. Ja, jetzt fragen Sie sich natürlich, wie schaffen wir das, dass wir eine Membran mit einem einzelnen Loch herstellen? Und das ist ein bisschen tricky und ich glaube, wir sind weltweit mehr oder weniger die Einzigen, die das machen. Und wir haben auch viele Aufträge von anderen Forschungsgruppen, die diese Einlochmembran von uns haben wollen. Dafür, das ist jetzt der Beschleuniger in sehr vereinfachter Darstellung, wir bitten dann unsere Operateure, dass sie den Strahl sehr stark defokussieren, also sehr stark ausdünnen. Und dann nehmen wir Folien, unsere Kunststofffolien, meistens nehmen wir da einen ganzen Folienstapel und setzen vor diesem Folienstapel eine Maske. Und in dieser Maske ist ein Loch drin, das relativ groß ist. Hinter unserem Folienstapel steht ein Detektor. Und wir stellen jetzt den Strahl hier so ein, dass etwa ein Ion pro Sekunde durch diese Maskenöffnung durch unsere Probe durchläuft, in den Detektor hinein. Der Detektor schreit hier, da war ein Teilchen, und schickt dann ein Signal nach vorne zum Beschleuniger, den Strahl mal kurz wegzuschalten. Und dann können wir den Folienstapel rausnehmen und einen anderen Folienstapel reinsetzen und das Spiel beginnt von neuem. Und weil natürlich dieser Probenwechsel ein bisschen mühsam ist, gibt es bei uns ein sogenanntes Probenmagazin. Das sieht so ein bisschen aus wie früher die Dia-Projektoren. Da gibt es auch solche Kassetten für Dias. Hier sind 20 Positionen drin und in jeder Position sitzt so ein Rähmchen, wo unsere Kunststofffolie drin ist. Und Sie sehen hier so einen kleinen Schieber, der schiebt die Probe dann in die Beamline, an die Bestrahlungsposition, ist ja im Vakuum und wir sitzen außerhalb des Strahlzweiges, wir steuern das von außen. Der Schieber schiebt also die Probe rein an die Position, es wird bestrahlt, Bestrahlung ist fertig, Probe wird zurückgeschoben, das Magazin geht ein Stückchen, schiebt sich ein Stückchen weiter nach vorne und die nächste Probe kommt dran. Auf die Art und Weise schaffen wir, so ein Magazin in 20 Minuten mit diesen Folienstapeln zu bestrahlen. Sehr effizient, sehr erfolgreich. Ja, jetzt haben wir die bestrahlte Probe. Jetzt haben wir ganz viele Proben mit einer einzelnen Ionenspur drin. Jetzt wollen wir natürlich diese einzelnen Ionenspuren auch gezielt aufätzen. Und das machen wir nicht, indem wir die Folie in ein Reagenzglas reinhalten. Nein, wir haben eine Ätzzelle. Die Ätzzelle besteht aus zwei Compartments. Getrennt wird sie durch diese Kunststofffolie. Auf der einen Seite kommt unsere Ätzlösung rein. Und auf der anderen Seite kommt ein Medium rein, das die Ätzlösung neutralisiert. Dann benutzen wir auf beiden Seiten eine Elektrode. Wir legen eine Spannung an und wir messen den Strom. Jetzt, wenn die Spur noch nicht geätzt ist, fließt natürlich praktisch kein Strom. Wir beobachten also den Strom, den elektrischen Strom über diese Membran als Funktion der Zeit. Und Sie sehen schon, da passiert lange nichts. Und plötzlich steigt der Strom an. Und das ist der Moment, wenn die Pore hier sich öffnet. Die öffnet sich hier und wird dann, weil das hier ein Neutralisierungsmedium ist, wird die Natronlauge sozusagen neutralisiert und der Ätzprozess stoppt fast von alleine. Nicht ganz, aber fast von alleine. Gut, was können wir dann mit so einem System machen? Wir bleiben bei der Ätzzelle und benutzen jetzt kein Ätzmedium mehr, sondern benutzen einen Elektrolyten, also ein leitfähiges Medium, hier KCl, haben unsere Membran mit dem Loch drin, mit dem einzelnen Loch drin und messen jetzt, legen eine Spannung an und messen jetzt den Strom über die Membran. Der hat eine bestimmte Größe, die Größe hängt von der Öffnungsgröße dieses Lochs ab. Jetzt füllen wir ein Teilchen in die linke Seite rein, das ist hier gelb eingezeichnet, das wir vermessen möchten und schauen, was passiert. Und wenn das Teilchen jetzt hier durchschlüpft, verkleinert es dieses
Kanalvolumen, der Strom sinkt ab, bleibt eine Weile auf einem niedrigeren Niveau und das, wenn das gelbe Teilchen auf der anderen Seite angekommen ist, ist die Pore wieder offen und mein Stromwert hat wieder den alten Wert. Jetzt mache ich dasselbe Spiel, mache ich das mit einem größeren Teilchen, hier lila, das größer ist und es auch länger braucht, um durch die Pore durchzugehen. Und dann, Sie können sich gut vorstellen, was passiert. Die Pore wird erstens kompletter blockiert, das heißt, der Strom fällt noch tiefer ab und die Blockadedauer ist länger, deswegen ist der Strom hier längere Zeit auf niedrigerem Niveau. Also, hier haben wir einen Sensor entwickelt, einen Sensor für Teilchen, die hier durchgezogen werden und über die ich was lerne, indem ich eben den Strom messe und die Dauer messe, wie lang das Teilchen die Pore hier blockiert. Ja, ich habe schon davon gesprochen, dass wir die Oberfläche von so einer Pore modifizieren können, verändern können mit allen möglichen chemischen Prozessen. Ein Prozess ist so ähnlich wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ich kann hier was dranhängen, wenn ich eine bestimmte Substanz nachweisen möchte. Also ich kann jetzt zum Beispiel mit diesem grünen Molekül, kann ich ein rotes Molekül, das ich nachweisen möchte, hier anbinden. Diese Kombination blockiert meine Pore und ich kann ein rotes Molekül nachweisen. Das ist ein Sensor. Also das bedarf einer speziellen Chemie, die unsere Kollegen alle haben. Und wir modifizieren also solche Einlochmembranen. Mir läuft die Zeit ein bisschen davon, deswegen springe ich vielleicht ein kleines bisschen. Wir schauen nochmal in die Natur zurück. In der Biologie kann man den elektrischen Strom in eine Zelle hineinmessen mit ganz feinen Elektroden. Also man kann messen, wie groß ist der Strom über diese biologische Membran zwischen innen und außen. Und was man sieht bei bestimmten Zellen ist, wenn ich eine positive Spannung anlege, fließt praktisch kein Strom. Das heißt, das ist eine Sperrrichtung. Und wenn ich eine negative Spannung anlege, dann ist die Pore offen und hier kann ein Strom fließen. So, jetzt fragen wir uns, ob unsere künstlichen Poren auch sowas machen. Und siehe da, das ist jetzt ein Einlochmembran aus PET und da ist die Kurve hier in blau. Auch hier wird gesperrt bei positiver Spannung und es wird geöffnet bei negativer Spannung. Jetzt sehen Sie noch hier weitere Kurven drin, die grüne und rote. Und das sind Kurven von Membranen, die chemisch modifiziert worden sind. Und zwar so, dass die Oberfläche nicht wie in dem natürlichen Fall negativ geladen ist, sondern positiv geladen ist. Und man sieht, dass man die Durchlass- und die Sperrrichtung umdreht. Plötzlich ist bei negativer Spannung die Pore geschlossen und bei positiver Spannung ist die Pore offen. Also wir können hier die Natur nachahmen, aber wir können auch kontrollieren, was wir machen, indem wir die Oberfläche kontrollieren. Ja, jetzt habe ich versprochen, dass ich auch noch erzähle, wie wir die Löcher füllen. Und da beginnen wir wieder mit unserer Ionenspurmembran. Die bauen wir dieses Mal in eine galvanische Zelle ein. Und in diese galvanische Zelle füllen wir ein Medium, einen Elektrolyten rein, der eine metallische Komponente enthält, hier in dem Fall Kupfer. Und wir wollen das Kupfer in diesen Kanälen abscheiden. Und wenn wir das gemacht haben, lösen wir den Kunststoff hier auf und sehen sozusagen die Abbildung von unserer Membran in negativer Form. Wir sehen also hier die metallischen Nadeln. Wir starten mit dieser Membran. Und damit da auch was wachsen kann, müssen wir als allererstes hier unten eine metallische Schicht aufbringen. Und dann legen wir eine Spannung an und dann fließt ein Strom. Und der Strom fließt so, dass hier sich die Kupfermoleküle anlagern können und diese Poren füllen. Wenn wir den Prozess noch weiterlaufen lassen, dann entsteht... Ups, was ist jetzt passiert? Dann entstehen an der Oberfläche so kleine Käppchen. Und diese kleinen Käppchen, die geben uns schon ein bisschen Information darüber, über die Struktur von unseren Nanodrähten. Sie sehen hier, das sieht aus wie so ein
Ja, ein kleiner Schneeball mit ganz vielen kleinen Strukturen. Das ist ein Polykristall, während hier diese Struktur hat so ganz klare Facetten. Da wissen wir, dass das ein Einkristall ist, der hier gewachsen ist. Wir beobachten den Wachstumsprozess, indem wir wieder den Strom aufzeichnen als Funktion der Zeit. Und wir können den Wachstumsprozess steuern, indem wir eine hohe Spannung anlegen. Dann wachsen die Drähte schnell. Oder wir legen eine kleine Spannung an, dann wachsen die Drähte langsam. Und mit dieser Wachstumsrate können wir eben auch diese Kristallinität etwas steuern. Ja, das überspringe ich jetzt auch. Mit dieser Technik befassen sich ganz viele Gruppen und erzeugen Nanodrähte aus ganz vielen verschiedenen Metallen, aus Halbmetallen. Es gibt Leute, die machen Multilagen, wir haben und so weiter. Was unsere Gruppe jetzt ganz speziell macht, weil wir eben auch in der Lage sind, durch unsere Bestrahlung da ein bisschen Einfluss zu nehmen, wir bestrahlen unsere Kunststofffolien unter einem schrägen Winkel und erzeugen hier schräges Muster, so ein Netzwerk. Und wenn wir dieses Netzwerk füllen, bekommen wir ein Nanodrahtnetzwerk, hier hoch aufgelöst. Und das Nette an diesem Nanodrahtnetzwerk ist, dass das ein relativ stabiles Objekt ist. Hier sieht man mal, das kann man mit der Pinzette anfassen und kann damit ganz viele Experimente machen, ohne dass dann die Nanodrähte alle umfallen und kaputt gehen. Insgesamt interessieren uns von diesen Nanodrähten alle möglichen physikalischen Eigenschaften. Man kann sich vorstellen, so ein kleiner Nanodraht kann eine Nanoantenne sein. Wir haben schon getestet, ob man das als Feldemission, also eine starke Feldüberhöhung hier an der Spitze, ob man das benutzen kann. Es gibt optische Sensoren, die auf diesen Nanodrähten beruhen. Und wir haben untersucht, wie die thermische Eigenschaften von so Nanodrähten sind. Und da zum Abschluss das versprochene Bild. Wir haben hier einen 30 Nanometer dicken Kupferdraht auf einer Unterlage bei Raumtemperatur. Wir heizen diesen Draht auf 400 Grad auf und sehen, der fängt an, sich in so kleine Unterdrähte aufzuteilen. Wir erhöhen die Temperatur und die Bruchstücke werden kleiner und häufiger. Bei 600 Grad sehen wir, dass das Ganze perlenförmig aussieht, wobei der Perlendurchmesser etwas größer ist als der ursprüngliche Draht. Das Ganze nennt man eine Rayleigh-Instabilität. Da kämpft sozusagen der Draht dafür, dass er in einer runden Form eine geringere Energie braucht als in einer zylindrischen Form. Das Phänomen, das kennen Sie, wenn Sie einen Wasserstrahl ganz fein machen, dann zerbricht der Wasserstrahl irgendwann von seinem zylindrischen Form in so viele kleine Perlen. Das ist ein physikalisches Phänomen, das man kennt. Jetzt, was ich hier aber betonen wollte, ist, dass die Temperatur, bei der sowas passiert, weit unterhalb von der Schmelztemperatur ist. Also Kupfer schmilzt bei über 1000 Grad. Wenn wir also so einen Nanodraht irgendwo einsetzen wollen, in unsere elektronischen Chips oder in unserer miniaturisierten Welt heute, und wir wollen diesen Chip oder diesen Device wollen wir bei hohen Temperatur betreiben. Wir müssen uns im Klaren sein, dass dieser Nanodraht bei Weitem früher reagiert und sich verändert als bei der Schmelztemperatur. Also wir lernen da ganz viel drüber, wie die physikalischen Eigenschaften größenabhängig sind. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Nanodraht, der hat jetzt hier 30 Nanometer, aber wir können auch einen Nanodraht machen von 60 oder von 100 oder von 200 Nanometer, indem wir unseren Ätzprozess von unserer Kunststofffolie entsprechend lang einstellen. Also wir haben hier ein ganz tolles Werkzeug, um die Größenordnung vorzubestimmen. Ja, zusammenfassend hoffe ich, dass ich zeigen konnte, dass wir versuchen, die Ionenspuren in ihren Eigenschaften zu verstehen, dass wir die Schädigungsprozesse zu verstehen, um zu wissen, wie sich Materialien in einer Hochdosisumgebung verhält, wie lange dort die Lebensdauern sind und was wir wirklich da beachten müssen. Und das Verständnis von diesen Ionenspuren ist natürlich auch die Voraussetzung von Anwendungsprojekten. Hier nochmal der Hinweis darauf, dass das Aspektverhältnis, also die
die Strukturierungstiefe verglichen mit der Strukturierungsbreite für diese Ionen, die wir hier einsetzen, deutlich höher ist als das, was man mit Licht, mit Elektronen oder mit Röntgenstrahlen machen kann. Ja, und hier zum Abschluss nochmal die Bilder, die ich gezeigt habe. Wir forschen gerne mit unseren Ionenspurmembranen und hoffen, dass wir Anwendungspotenziale entwickeln können als Spezialfilter, als Biosensoren. Wir arbeiten mit den Nanodrähten, sind viele Doktorarbeiten sind auf diesem Gebiet am Laufen. Auch hier Anwendungen im Sensorbereich. Derzeit läuft eine Doktorarbeit für katalytische Untersuchungen, weil solche Strukturen eine wahnsinnig hohe Oberfläche haben. Und nochmal die Message: In der Nanowelt sind die Materialeigenschaften größenabhängig und damit sehr, sehr spannend. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist die Gruppe. Das Bild stammt leider vor mindestens 3 Jahren, sind auch nicht alle drauf, damals noch ohne Mundschutz. Aber das, was ich Ihnen alles gezeigt habe, ist natürlich eine Gruppenarbeit von vielen, auch jungen Leuten, die bei uns in der Gruppe mitarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Kommst du zu uns zurück in die Gruppe? Super, vielen lieben Dank. Ja, spannende Einblicke. Vielleicht darf ich mal mitarbeiten bei euch. Ich frage das nochmal. Wir brauchen immer Manpower oder Womanpower. Super. Ja, wir haben auch schon einige Fragen, Daniel. Du hast die bestimmt verfolgt. Genau, also der Chat läuft schon voll mit vielen Kommentaren und Fragen. Ich fange einfach mal oben an. Acid Break fragte, ob diese Hochtemperatur-Supraleiter, ob das heißt, dass die nicht mehr gekühlt werden müssen. Also was heißt Hochtemperatur in dem Zusammenhang? Ja, die Supraleiter, die entdeckt worden sind, die brauchen ganz, ganz tiefe Temperaturen. Und Hochtemperatur-Supraleiter bedeutet nicht Raumtemperatur. Das bedeutet allerdings, man sucht Möglichkeiten, Stickstofftemperaturen würde man schon als Hochtemperatur Supraleiter bezeichnen. Also das bedeutet nicht kryogene Temperaturen, aber auch nicht Raumtemperatur derzeit. Die Untersuchungen kann ich vielleicht sagen, man hat mit den Hochtemperatur-Supraleitern fanden statt, weil man anfangs hoffte, durch so Ionenspuren die maximale Strombelastung von so einem Supraleiter erhöhen zu können. Das ist ein bisschen zu kompliziert, das zu beschreiben, aber wir hatten schon einen gewissen Hintergedanken, wie wir die bestrahlt haben. Wir haben nur gehofft, man kann die verbessern. Genau. Ja, vielen Dank. Weiter geht's mit einer Frage vom flachen Mars. In was das Uran zerfallen ist? Nur in Energie? Also du hattest so ein schönes Bild. Teilchen. Genau. Das sagte ich. Das sind 2 etwa gleich große Teilchen. Das kann ein Xenon-Teilchen sein oder ein Rubidium-Teilchen oder was auch immer. Das ist ein bisschen die Stochastik der Natur. Also die Teilchen haben nicht immer dieselbe, es ist nicht immer dasselbe Element, sondern das sind diese vielen Nukleonen im Kern und irgendwann fängt das System an so zu wabern und zerteilt sich dann. Ein paar Neutronen kommen raus, vielleicht auch ein paar Protonen kommen raus, aber im Mittel sind es etwa 2 gleich große Teilchen. Die nächste Frage gleich hinterher, auch wieder vom flachen Mars, ob wir auch an verbesserten Materialien für Raumanzüge zum Beispiel arbeiten, die dann besseren Strahlenschutz bieten. Nein. Also wir können, es gibt kein Material, das die Reichweite zum Beispiel der Protonen, die im Weltraum sind, einfach erniedrigt. Man kann nur versuchen, was ich erwähnt habe, für die elektronischen Bauelemente, dass man die Empfindlichkeit durch geschickte Geometrie erhöht, durch Redundanz erhöht, durch Schaltprozesse erhöht. Aber man kann diese schweren, schnellen Projektile kann man nicht wirklich in einem dünnen Material wie einen Raumanzug stoppen. Dazu kommt, man bräuchte, wenn dann, also nur als Beispiel, die Wände von unseren Bestrahlungscaves sind etwa 1 Meter Beton. Und das können Sie natürlich nicht im Astronauten mitschicken. Also ein Satellit oder ein Raumschiff ist natürlich ganz stark darauf aus, möglichst wenig Material mitzunehmen.
Vielen Dank. Dann Monika von Südo fragt, wer solche Apparaturen baut, mit denen wir denn diese Löcher bohren. Also ich würde mal sagen, geht in die Richtung, wie unsere Bestrahlungseinrichtungen aufgebaut sind und die Apparaturen, ob wir die selber bauen oder ob man die kaufen kann. Nein, kaufen kann man da gar nichts. Das sind natürlich Sachen, die über die vielen Jahre entstanden sind. Wir designen zum Beispiel so eine Bestrahlungskammer, das ist eine Vakuumkammer. Wir wissen, dass wir da bestimmte Gerätschaften dran bauen möchten, wie das Infrarotspektrometer. Da brauchen wir dann einen Flansch, der einen bestimmten Durchmesser hat. Also solche Sachen entstehen aus der Erfahrung über die vielen Jahre mit den Experimenten. Dann der nächste Schritt, das ist, gilt jetzt für die Bestrahlung. Der nächste Schritt, wenn man dann ins Chemielabor geht und die Ionenspurmembran ätzen, da gibt es natürlich schon Geräte. Also so ein Strommessgerät kaufen wir natürlich. Oder eine Ätzzelle, die haben wir selber designt. Und unser Techniker, der baut auch immer wieder neue Zellen, weil wir sagen, das muss ein bisschen größer sein, das muss ein bisschen fester sein, das muss ein bisschen anderes Material sein. Also auch da ist ein konstanter Entwicklungsprozess dabei. Dann Acid Break fragt nochmal, ob diese Nanopartikeln auch Auswirkungen auf die Umwelt haben. Also beschäftigen wir uns auch mit künstlichen Nanopartikeln und ob die für Menschen oder für die Umwelt gefährlich sein können. Ja, also das Risiko von Nanoteilchen ist bekannt, vielfach in der Zeitung diskutiert. Das größte Risiko in meinen Augen besteht, wenn man so Nanoteilchen inkorporiert, also einatmet und sich die zum Beispiel in der Lunge festsetzen. Das ist jetzt bei uns eigentlich nicht gegeben, weil wir keine staubförmigen Proben haben. Sie haben ja gesehen, also die Membrane mit den Nanoporen, die haben überhaupt keine Gefahr. Das ist ganz normales Kunststoffmaterial, was wir alle täglich sozusagen handhaben. Und die Nanodrähte, die wachsen ja auf dieser leitfähigen Schicht auf. Und wenn wir die einzeln brauchen, dann lösen wir diesen Kunststofffilm auf in der Flüssigkeit. Und dann schwimmen die in so einer Flüssigkeit rum und wir tropfen vorsichtig einen Tropfen von der Flüssigkeit mit den Nanodrähten auf ein Substrat und machen das in einem Abzug und machen das in einer geschützten Form. Also ich teile durchaus den Respekt vor Nanoteilchen generell, aber man muss genau hinschauen, welche Art von Nanoteilchen und in welcher Art sie auch verteilt werden. Und das ist bei uns eigentlich nicht gegeben. Aber man sollte dazu sagen, dass Nanopartikel in der Industrie jetzt ohne Teilchenbeschleuniger durchaus häufig verwendet werden und viel vorkommen. Es gibt auch natürliche Nanopartikel. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die einzigen sind, die Nanopartikel herstellen. In jeder Sonnencreme sind Nanopartikel drin. Genau. Also unsere Welt ist voll mit Nanopartikeln. Genau. Gut, dann die Frage, ob sich vielleicht jeder Fertigungsbetrieb mal einen Ionenbohrer leisten kann und hinstellen kann, um damit zu arbeiten. Also unsere Anlage, die ist millionenwert, haben Sie sicher auch schon gehört. Also unser Budget bei GSI ist über 100 Millionen. Das ist natürlich hauptsächlich sind es Personalkosten. Aber eine Firma kann sich so eine Anlage wie die GSI auf keinen Fall hinstellen. Aber es gibt kleinere Anlagen und es gibt Anlagen, die weniger komplex sind als unsere Anlage und auch weniger stark eingespannt ist in Strahlzeiten als unsere. Und ich habe es ja erwähnt, es gibt kleine Firmen, die kaufen sich Strahlzeit. Die kaufen sozusagen einmal im Monat 5 Tage und bestrahlen dann Rollenmaterial. Die haben dann eine Beamline, die haben dort eine Apparatur entwickelt und fahren dorthin und bezahlen für jede Stunde Strahl und nehmen dann die bestrahlte Rolle nach Hause. Das ist durchaus machbar. Genau, perfekt. Dann fragt EBLM, ob wir schon mal Patente angemeldet haben in Zusammenarbeit mit so einer Iodenkanone oder mit den Nanopartikeln. Ja. Also wir haben einige Patente. Wenn wir neue Ideen haben und sich da eine Anwendung irgendwie auftut, dann sprechen wir mit unserer Patentabteilung und da gibt es auch einige Patente. Genau. Dann fragt Gerald M., ob es die Möglichkeit gibt, die Löcher auch geometrisch zu positionieren. Ja,
Das ist auch was Einmaliges bei der GSI, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, aus Zeitgründen, aber wir haben eine sogenannte Mikrosonde. Und die Mikrosonde, die kann ein einzelnes Ion mit einer Präzision von einem Mikrometer platzieren und detektiert dann auch den Einschlag durch die Elektronen, die bei so einem Einschlag aus der Oberfläche rauskommen. Und wenn das eine Ion detektiert ist, dann wird der Ionenstrahl ein Stück weiter geschoben. Und dann kann man mit einer Rate von einem Kilohertz, also 1000 Hits pro Sekunde, kann man regelmäßige Muster schreiben. Das wird gemacht, es ist kein schlaues Verfahren für Filterherstellung, weil das dauert viel zu lang. Aber das wird gemacht, um gezielt elektronische Bauelemente zu testen. Da geht man wirklich von Ort zu Ort und schaut dann immer, da war jetzt der Einschlag, wie hat das elektronische Bauteil reagiert? Und damit kann man eine Zuordnung machen zwischen dem Bauteilort und der Funktion. Ja, vielen Dank. Damit sind wir durch die Fragen durch. Wenn noch weitere kommen, bitte gerne weiter in den Chat schreiben. Ansonsten würde ich die Gelegenheit noch mal kurz nutzen, um Christina, dir zu danken, auch für die Beantwortung der vielen Fragen und für den interessanten Vortrag. Und ich würde noch mal darauf hinweisen, bitte schreiben Sie uns doch mal eine E-Mail unter abendsbeifair@gsi.de, vielleicht noch mal ein bisschen Feedback und wenn der Wunsch immer noch besteht, sich die GSI mal anzuschauen, ruhig das nochmal in der Mail erwähnen, damit wir schauen können, sobald die Corona-Lage es zulässt, wir Sie dann auch mal einladen können zu GSI. Und damit würde ich abgeben an dich, Katrin, um nochmal auf weitere Veranstaltungen hinzuweisen. Genau, es steht wieder einiges an. Und zunächst möchte ich mal hinweisen auf die nächste Wissenschaft für alle von GSI. Das ist am Mittwoch, 14. Juli und da wird uns Ralf Averbeck mitnehmen in eine Reise zum Urknall. Das ist virtuell und funktioniert über Zoom. Das heißt, Sie schauen Sie einfach mal hier vorbei auf www.gsi.de/WFA, Wissenschaft für alle. Da gibt es alle Infos, da müssen Sie sich per Zoom einwählen und dann sind Sie dabei. Führung, genau, Daniel hat es erwähnt, wir hoffen ja, dass auch bald wieder Live-Führungen möglich sind und bis dahin können Sie sich ja die Anlage mal digital anschauen. GSI und FAIR ermöglichen nämlich Online-Besichtigung und die nächste ist morgen um 14 Uhr auf Deutsch und dann am nächsten Donnerstag nächste Woche um 14 Uhr auf Englisch. Auch alle Infos dazu, wie Sie sich einwählen und wie Sie teilnehmen können, gsi.de/Besichtigung. Im Physikalischen Verein geht es am Freitag weiter mit einem Vortrag über das Weltraumteleskop TESS. Da wird uns Jan Röder mehr darüber erzählen, was denn eigentlich in anderer Sternegärten wächst. Das Ganze in der Astronomie am Freitag als Livestream um 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal hier vom Physikalischen Verein. Dann gibt es ein bisschen so in dieser Reihe auch Naturwissenschaft und Technik Preisverleihung. Eine Preisverleihung diesmal online, der Physikalische Verein verleiht den Astronomiepreis und den Umweltpreis an junge Forscherinnen und Forscher. Wenn Sie da dabei sein wollen, das ist am Donnerstag, 1. Juli um 19 Uhr und mehr erfahren wollen, eben welche spannenden Projekte da ausgezeichnet werden, dann schauen Sie mal vorbei auf der Webpage vom Physikalischen Verein. Dort gibt es genaue Informationen, wie Sie an der Veranstaltung teilnehmen können. Und wie immer die Erinnerung, damit Sie nichts verpassen, da melden Sie sich doch für den Newsletter des Physikalischen Vereins an, wenn Sie das noch nicht getan haben. Und da kriegen Sie regelmäßig Informationen, welche Veranstaltungen stattfinden und eben auch, wie man teilnehmen kann. Und ganz zum Schluss, wir sind wieder hier, wir drei. Natürlich nicht vergessen, das Video zu liken, wenn es Ihnen gefallen hat, hier auf YouTube direkt unter dem Video. Damit bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank für diesen schönen Vortrag, Christina. Danke im Namen des Physikalischen Vereins. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, diese gemeinsame Reihe hier wieder zu präsentieren. Daniel hat es schon erwähnt, es ist zunächst mal der letzte Vortrag jetzt. Es kommt ja jetzt auch die Sommerpause und wir schauen mal, wie es im Herbst weitergeht für abends bei FAIR und mit etwas Glück sehen wir uns live. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen also einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen und genießen Sie den Sommer.